mit einem eine Wette eingehen und dann dabei helfen, sie zu verlieren? Der Auricher Landrat Olaf Meinen hat genau das am Samstag getan. Den Einkaufswagen im E-Center Cordes in Aurich bis oben hin vollgemacht. Zucker, Milch, Reis, Süßigkeiten, Konserven. Und draußen alles bei den Frauen vom Lions Club Frisia Orientalis abgegeben. Für den guten Zweck. 39. Ich hoffe natürlich, und das ist ja letztendlich auch meine Motivation, dass ich die Wette krachend verliere, weil wir wollen ja möglichst viele Lebensmittel für die Tafel sammeln. Ne? Das ist das Ziel. Die Lions-Frauen hatten zuvor ausgelobt, dass sie innerhalb von 4 Stunden mindestens 5000 Lebensmittelspenden sammeln. Meinen hielt dagegen. Und der Andrang war groß. Direkt zum Start der Aktion kamen auch schon die ersten Spender mit vollen Einkaufswagen. Nudeln, Mehl und viele weitere haltbare Sachen. Dass die Personen, denen es gut geht, einfach ein bisschen abgeben und die unterstützen, denen es weniger gut geht. Das ist uns wichtig als Club schon immer gewesen. Und wir selber haben eben auch Freude dran, auch wenn es viel Arbeit ist, aber es macht dann auch Spaß, wenn man in der Gruppe so etwas auf die Beine stellt. Für uns ist das ein Dankeschön, dass sie sagen, oh, dass sie uns unterstützen mit dieser Aktion. Dass wir nicht alleine dastehen, dass die unheimlich große Bevölkerung, die daran teilnimmt, uns unterstützt bei unserer Arbeit. Das ist ein sehr saumäßig gutes Gefühl. Pass auf, Chris. Immer mehr Menschen kommen zur Auricher Tafel, sagen die Verantwortlichen, die als Grund dafür die allgemein steigenden Lebenshaltungskosten vermuten. Auf der anderen Seite erhalten die Tafeln selbst auch immer weniger Warenspenden und die Schere geht immer weiter auf. Umso wertvoller, so die Verantwortlichen, sei jetzt die Sammelaktion der Lionsfrauen. Die Anzahl wird immer größer der Familien, die Unterstützung brauchen. Das sind Familien mit Kindern, Alleinerziehende. Und von daher ist das ein wichtiges Anliegen, den Leuten zu helfen. Es gibt viele Leute, die auf Grundnahrungsmittel angewiesen sind. Und die Tafeln brauchen Nachschub. Und das versuchen wir jetzt mit all dieser Aktion sozusagen zu unterstützen. Uns geht es ja noch recht gut, möchte ich sagen. Und es gibt viele, denen geht es halt nicht mehr so gut. Aber dass es die Tafeln überhaupt in Deutschland geben muss, das ist schlimm genug. Am Ende hat es knapp gereicht. Etwas mehr als 5100 Artikel haben die Menschen am Samstag gespendet. Landrat Olaf Meinen hat seine Wette verloren und will sich nun nicht um den Einsatz drücken. Ja, also mal gucken, ob wir, ich glaube nicht, dass das vor Weihnachten noch klappen wird, aber irgendwie zu Beginn des neuen Jahres werde ich dann mal einen Tag in der Tafel verbringen und die Ehrenamtlichen unterstützen.